Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute den Ganzheitsmediziner Dr. Ingfried Hobert bei mir. Er hat eine ganzheitliche Praxis am Steinhuder Meer und hat die neuesten Diagnoseinstrumente und eben das ganze Heilwissen aus der ganzen Welt in Kombination. Heutzutage sind wir doch vielen, vielen Themen ausgesetzt, ob angefangen bei Schadstoffen, Parasiten, Schwermetallen und eben auch unsere geistige Haltung zu unserem Leben, zu unserer Gesundheit und wie diese ganzen Themen miteinander in der Kombination auf uns wirken und welche Möglichkeiten wir dafür Lösungen haben. Darüber spreche ich heute mit meinem Gast und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Hallo Ingfried. Ja, ich grüße dich. Ja, wir haben heute mal das Thema Diagnosen. Und mich würde jetzt mal wirklich interessieren, was haben wir denn für Möglichkeiten, Krankheiten zu diagnostizieren? Welche Diagnosen sind veraltet und leiten auch vielleicht völlig fehl? Und mit welchen Systemen arbeitest du und haben sich für dich bewährt? Ja, also Diagnosefindung ist heute ein Abenteuer geworden, weil die Schulmedizin ist sehr einseitig ausgerichtet auf klassische Werte, wie sie schon immer untersucht worden sind. Und die Krankenkasse bezahlt leider auch nur ein ganz kleines Spektrum an klassischen Werten, die aber erst dann pathologisch werden, wenn das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist. Nicht? Also wenn Leberwerte erhöht sind, hat schon ein erheblicher Umbauprozess an der Leber stattgefunden. Und gleichzeitig haben wir jetzt Richtwerte auch festlegen können in den letzten 10 Jahren, dass wir sehen, wo ist ein präventivmedizinischer Optimalbereich zu sehen. Mhm. Das heißt, wir wissen, wenn eine gewisse Menge Vitamin D da ist, ist schon mal gut. Aber wir wissen, wenn der Vitamin D-Spiegel in einem sehr bestimmten Rahmen, der sehr hoch angesetzt ist, liegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, an einem Virus zum Beispiel zu erkranken, um ein Vielfaches niedriger. Auch an dem Virus auf Intensivstation zu kommen, ist niedriger, wenn wir in diesem präventivmedizinischen Optimalbereich liegen. Da geht es also nicht einfach um die Aussage, essen Sie mehr Vitamin D und Ihnen geht es besser oder sind geschützter, sondern arbeiten Sie daran, dass Ihr Vitamin D-Spiegel in dem international festgelegten präventivmedizinischen Optimalbereich liegt. Das Gleiche gilt für Folsäure. Für B12, wenn wir zu viel haben, ist das gar nicht gut. Wir brauchen diesen Optimalbereich, der inzwischen genau definiert ist. Ist der Optimalbereich, zum Beispiel gerade bei B12, weicht der ab in Deutschland oder in anderen Ländern? Du bist ja weltweit unterwegs. Ich höre immer mal wieder, dass wir unterschiedliche Optimalbereiche haben bei manchen Vitaminen. Wie siehst du dieses Thema? Naja, es ist schon internationaler Standard festgelegt, aber wir sehen natürlich in Ländern, wo viel Sonne scheint, aber die Menschen den ganzen Tag vermummt sind, dass wir inzwischen ausrechnen können, wie viel Sonneneinstrahlung pro Quadratzentimeter braucht ein Mensch und wie lange, um eine bestimmte Menge an Vitamin D zu produzieren. Und die Werte sind die gleichen, aber die Sonnenexposition ist einfach eine andere. Und deswegen differieren auch die Vitaminspiegel extrem und korrelieren auch mit dem Auftreten verschiedener Erkrankungen. Was heute besonders wichtig ist auch, dass wir vielen Gefahren ausgesetzt sind, die es früher nicht gab. Wir haben Weichmacher, in denen Plastik, wo Käse eingewickelt wird, an der Innenseite von weichen Zahnpastatuben. Wir haben Schwermetalle, Cadmium, Arsen spielt eine richtige Rolle. Bei Menschen, die viel Fisch essen, Quecksilber. Mhm. Es ist unglaublich, wie Quecksilberwerte sich verändern, wenn man nur mal 4 Wochen jeden Tag Fisch essen würde. Und all diese Schwermetalle, all diese Chemikalien wie Weichmacher, aber auch Dinge wie Glyphosat. Wir haben ja in Deutschland eine ganz fürchterliche Landwirtschaftsministerin, die eigentlich Verbraucherschutzministerin sein sollte, aber es nicht fertigbringt, gegen das Bienensterben, gegen das Glyphosat zu arbeiten, sondern der Industrie zum Wohle redet. Und dadurch haben wir eine Belastung, die ich messen kann im Blut heute. Das heißt, wir können heute diagnostizieren, wie viel Glyphosat ist im Blut eines Menschen drin. Und hier ist der Grenzwert bei 0 anzusetzen, weil das gehört einfach nicht ins Blut. Und schon kleinste Mengen können schleichende Entzündungsprozesse anheizen. Schwermetalle können das, Weichmacher können das, aber auch viele Dinge, die im Trinkwasser sind. Natürlich auch all die Dinge, die uns umgeben, Lärm,
schlechte Luft, Feinstaub, nicht? All die Sachen tragen dazu bei, dass schleichende Entzündungsprozesse angeheizt werden. Und wir wissen, dass heute 80% der Menschen sterben, zum Schluss, an den Folgen chronisch degenerativer Erkrankungen, die ihren Anfang mal in schleichenden Entzündungsprozessen genommen haben. Mhm. Und die können wir heute, weil du es ja anfangs fragtest, auch präventiv schon messen. Das heißt, es gibt einen Wert, der heißt TNF-Alpha, es gibt einen Wert, der heißt CRP, hochsensibler CRP-Wert, es gibt die Interleukine, die gemessen werden können. Da sehen wir, ob sich hier schon eine Low-Grade oder Silent Inflammation langsam aufbaut, also ein schleichender Entzündungsprozess, der wie ein Schwelbrand durchs System geht, mhm, und wo wir ziemlich genau sagen können, wenn das noch 2-3 Jahre weitergeht, fängt irgendwann das Fass an überzulaufen und wir haben hier ernsthaftere Krankheiten, die wir dann behandeln müssen. Und so können wir präventivmedizinisch schon in der Diagnostik heute sehr genau sehen, wie es im Blut aussieht, wie es mit den Hormonen im Speichel aussieht, Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol. Wir sehen also, wie stark ein Mensch unter Adrenalindominanz steht. Und das finde ich ein ganz wichtiger Aspekt, dass du als Arzt mir bitte nochmal den Unterschied zwischen einem Speichelhormontest und einem Bluthormontest sagst, weil ich höre jetzt immer wieder von Ganzheitsmedizinern, dass sie sagen Speicheltest. Und aber beim Frauenarzt kriegt man immer nur den Bluthormontest. Ja, also die Hormone sind mit einem Tagesrhythmus ausgeliefert. Das heißt, sie wissen genau, zu welcher Uhrzeit der Hormonspiegel steht. Mhm. Und da wir nicht genau das auf den Punkt hinbekommen mit der Blutuntersuchung, muss der Patient das eigenständig machen. Das heißt, er muss zu genau definierten Uhrzeiten, die standardmäßig definiert sind, muss er sein Sputum in ein kleines Röhrchen reinspucken und genau zu der Zeit, die angegeben ist. Weil nur die gleichen Uhrzeiten kann man miteinander vergleichen und dafür gibt es bestimmte Richtwerte. Mhm. Frühmorgens ist der Cortisolspiegel niedrig und er steigt im Laufe des Tages an. Und wir brauchen den nüchternen Wert, den Anfangswert, wenn der Tag beginnt. Um dieses Beispiel zu nehmen. Ja, also macht es sowieso generell Sinn, bei Hormonen dann den Speicheltest zu nehmen. Absolut. Ja, absolut. Klar. Ich habe auch die Mikrobiomdiagnostik ist sehr wichtig heute. Gastroenterologen staunen immer wieder, wenn man sie darauf hinweist, was man alles aus einer Stuhlprobe herauslesen kann, weil in den Stuhl sezerniert der Darm all die Faktoren, die die Darmschleimhaut stabil halten. Und über die Stuhlanalyse sehen wir, wie intakt die Darmschleimhaut ist. Oder ob sich hier auch ein Leaky Gut ankündigt. Es gibt Vorstufen zum Leaky Gut, die man mit bestimmten Blutwerten so auch diagnostizieren, mhm, kann inzwischen. Und wenn man feststellt, dass diese Vorstufen schon anspringen, dann weiß man, hier steuert jemand direkt auf ein Leaky Gut zu und wir können rechtzeitig gegensteuern. Würdest du dann überhaupt noch endoskopisch gucken mit einer Darmspiegelung? Macht das überhaupt Sinn? Erkenne ich da überhaupt irgendwas? Oder sagt man ganz klar, das Risiko müssen wir jetzt gar nicht eingehen, wir gehen über die Stuhlprobe? Naja, der Gastroenterologe sieht die Spitze des Eisberges. Er, mhm, sieht das, was aus der Schleimhaut schon an Wucherungen, an Krebs oder an Ulzerationen oder an Polypen hervorgegangen, mhm, ist. Aber er kann nicht in die Schleimhaut reingucken. Es ist wirklich wie die Spitze des Eisberges. Er sieht nur den Teil, der rauskommt, aber er sieht nicht, was da drunter ist. Mhm. Und es ist erstaunlich, wie unglaublich umfangreich die moderne Wissenschaft ist, auch in anderen Ländern, und wie stark es bei uns in Deutschland regelrecht ignoriert wird, mhm, nicht? Dass uns dies alles hochwissenschaftlich zur Verfügung steht. Das hat leider mit diesen Spiegelungen und den Bezahlungen dieser Spiegelungen zu tun, mhm, und das ist eine sehr unschöne Entwicklung. International hat ja auch das Thema Parasiten wohl einen ganz anderen Stellenwert wie bei uns. Wie stehst du zu diesem Thema? Das ist auch ein ganz spannender Punkt. Früher gab es viele, ich sag mal auch Menschen, die das ein bisschen übertrieben haben, die gesagt haben, jede Krankheit kommt von Parasiten. Mhm. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Aber es ist so, dass hinter einigen Krankheiten doch ein Parasit stecken kann. Also es hat, jede, mhm, Wahrheit hat immer irgendwo auch, also jede Aussage hat irgendwo ein Quäntchen Wahrheit. Das wird sicherlich übertrieben dargestellt bei uns, wie viele Krankheiten auf Parasiten zurückzuführen sind. Aber wir haben jetzt noch gar nicht lange, auch erst seit einem Jahr etwa, die Möglichkeit, über 20 Parasiten im Blut
zu überprüfen und im Stuhl zu überprüfen. Und wir sehen dann, ob der Körper Antikörper entwickelt hat gegen die Parasiten. Also es wird immer deutlicher, gerade auch im Stuhl, dass Parasiten, von denen man vor 10 Jahren noch gar nichts wusste, man hatte die Namen nicht, man wusste nicht, wie die aussehen. Heute weiß man es und heute können wir gezielt darauf untersuchen. Und wenn wir so einen finden, dann haben wir auch direkte Behandlungsmöglichkeiten. Also wenn ich jetzt, wenn jetzt die Patienten zu dir kommen, in eine Kur, eine Woche oder so, woran erkennst du an den Patienten, dass sie vielleicht eine parasitäre Belastung hätten? Woran würde ich das selber spüren? Bin ich dann müde oder gibt es irgendwelche anderen Aspekte? Also alle schleichenden Infektionsprozesse haben miteinander gemeinsam Erschöpfung. Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsstörung. Das Gefühl, ich bin nicht in meiner Mitte, ich bin aus der Balance geraten. Und wenn dann Symptome wie Blähung, Luft im Bauch, unregelmäßiger Stuhlgang, Verstopfung, Nahrungsmittelunverträglichkeiten dazukommen, dann sind das einfach Hinweise, dass im Verdauungssystem etwas nicht stimmt. Mhm. Und unser Darm ist das Schlüsselorgan Nummer 1, wenn es um Anti-Aging geht. Wenn wir das gut pflegen, können wir länger leben. Dann rechnen wir ungefähr 8 Jahre. Also umgekehrt, man muss heute sagen, wir leben 8 Jahre kürzer, weil wir den Darm eben nicht so pflegen, wie wir ihn pflegen müssten. Wir können 8 Jahre länger leben. Und dazu braucht es diese Darmanalytik. Und umso mehr, da im Darm was nicht stimmt, ist die Aufforderung völlig klar. Erstens, du ernährst dich falsch. Egal, was du isst, es ist im Moment für dich das Verkehrte. Und das ist, macht erstmal 95% aus der Ursache. Dass dann Giftstoffe und bestimmte Dinge damit dazukommen, das gehört dazu. Aber nur in seltenen Fällen muss man dann auch die Darmparasiten mitmessen. Gerade wenn jemand einen Bauernhof hat oder viel mit Tieren zu tun Katzen. Hat. Ne, auch mit Katzen. Na, jemand, der jetzt überhaupt keine Tiere hat, in einer Großstadt wohnt, da stehen die Parasiten natürlich in der Untersuchung erstmal ganz am Ende. Mhm. Aber kommt jemand aus dem Bereich, dass er viel mit Tieren zusammen ist, ist die Wahrscheinlichkeit schon größer, dass er was haben könnte. Okay. Na, also die Anamnese rundherum spielt schon immer eine Rolle. Und auch das Thema Glyphosat. Nicht? Wir haben ja Menschen, die viel Sojaprodukte essen, haben natürlich einen viel höheren Glyphosatspiegel, weil das Soja aus den südamerikanischen Ländern meistens kommt. Und dort wird das tagtäglich bespritzt mit Glyphosat, weil nur dann die Ernte sicher gelingt. Okay. Und die Reste, die hier noch ankommen, sind im Blut messbar. Ja? Und so geht es auch immer um die Anamnese, wenn zum Beispiel jemand entsprechend nach George Clooney ein Espresso trinkt. Mhm. Na, solche Menschen haben eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass ihr Aluminiumspiegel im Blut erhöht ist. Man nennt das schon das Nespresso-Syndrom, weil durch das Reinpressen der Kapsel kommt es zu einer Abschilferung von Aluminium aus der Kapsel raus. Ist ja ökologisch auch nicht gerade der Knaller. Ist auch sehr unverantwortlich, dass viele Konzerne und Hotels auf diese Thematik jetzt zurückgreifen, verstehe ich bis heute noch. Also man sieht schon im Blutspiegel, dass da etwas ansteigt, was auch wieder einen kleinen Puzzlestein liefert für diese schleichenden Entzündungen. Und während man sonst Entzündungen ja erkennt an Schwellung, an Überwärmung, an Rötung, an Schmerzen, so sind eben diese schleichenden Entzündungen erstmal nicht spürbar. Nur sehr indirekt über Müdigkeit, Erschöpfung, Schwäche. Da ist nicht etwas Bestimmtes, was wehtut. Aber es kommt immer deutlich heraus, irgendwas stimmt mit meinem Darm nicht. Und von daher ist diese Darmdiagnostik so unwahrscheinlich wichtig. Und wenn man dort dann Entzündungen identifiziert, müssen die natürlich runtergebracht werden. Und da haben wir viele Möglichkeiten aus der hochdosierten Naturmedizin mit Myrrheextrakten, hochdosiert, Kurkuma, Weihrauch erlebt gerade ein Comeback. Das ist unglaublich, was Weihrauch erreichen kann als Infusion. Was wir in der Praxis auch sehr viel machen, Weihrauchinfusion, Ingwerinfusion, Kurkuma-Infusion, Resveratrol, alles das gibt es hochdosiert als Infusion, sodass man, wenn ein Patient für eine Kurwoche kommt oder für 14 Tage, man am Anfang die Entzündungswerte messen kann und dann 14 Tage später wieder misst und man sieht genau, was hat die Infusion gebracht und welches Naturheilmittel war das wirklich effektive. So dass der Patient dann dieses Naturheilmittel auch nach Hause mitbekommt für eine langfristige Einnahme dann in hochdosierter Kapselform.
Super. Gerade auch dieses ganze Wissen. Du hast ja 25 Länder bereist und wirklich die Heilkräuter und das Heilwissen auch zusammengefasst in einem Buch. Naja, insgesamt sind 15 Bücher daraus entstanden. Das letzte Buch heißt Die Ethnoheilsapotheke. Okay. Da fasse ich so die gesamte Weltmedizin zusammen und schaue, welches sind die Kernkompetenzen der einzelnen Kulturen und was können wir aus dieser Kultur an Wertvollem herauspicken, um es bei uns in ein ganzheitliches Konzept einzubauen. Und da hat jede Kultur seine ganz besonderen Einzelheiten, die uns inspirieren können, ja, die breite Palette des menschlich Möglichen, des möglichen biologischen Potenzials auch zu leben. Ja, das hört sich ja jetzt sehr optimistisch an. Und gerade bei Diagnostik komme ich relativ schnell auf Diagnose und auch das Thema Schockdiagnose oder eben mit Angst arbeiten. Das würde mich auch interessieren, was das mit uns macht und wie wir damit umgehen können. Ja, es ist ein ganz großes Thema. Da war sogar kürzlich ein Artikel im Ärzteblatt, wo mal versucht wurde zu eruieren, wie viele Patienten vom Arzt schon totgeredet worden sind. Das fand ich ein spannender Ansatz. Und das im Ärzteblatt. Ne? Okay. Und man hat festgestellt, dass eben die Psychoneuroimmunologie, also eins meiner überhaupt Lieblingsthemen schon seit frühester Kindheit, nicht, wie wirkt die Psyche und der Körper zusammen, nicht, das Bewusstsein, nicht, formt letztendlich den Körper, entscheidet darüber, ob unsere Zellen tanzen oder die Tränen dann in den Organen weinen. Und da ist eben ganz klar, gelingt es dem Arzt, Lust auf Gesundheit zu machen, einzuladen, zu inspirieren, zu begeistern, dass positive Prognose. Ein Bild von einer möglichen Zukunft entstehen kann. Das ist natürlich was anderes, als wenn man sagt, ab heute, Sie sind Rheumatiker. Skifahren können Sie vergessen. Genau. Nicht? Oder Sie sind Hypertoniker. Jetzt ist klar, bis ans Lebensende müssen Sie Ihr Blutdruckmittel nehmen. Oder Sie haben die zwei Buchstaben MS. Damit ist ein Flock gesetzt im Gehirn. Nicht? Man hat auch die Möglichkeit zu sagen, da ist das aus der Balance geraten und wir gucken jetzt, dass wir es wieder in die Balance kriegen. Aber wenn der Patient einmal die zwei Buchstaben hört, dann hat das einen Eindruck, hinterlässt es einen Eindruck. Nicht? Auch so wie das Wort Krebs einen Eindruck hinterlässt. Ja. Nicht? Man kann auch sagen, da wächst gerade was und wir schauen mal, was wir für Wege jetzt gemeinsam finden, damit dieses Wachstum gestoppt wird und sich vielleicht sogar wieder verabschiedet. Gerade auch die Menschen, die jetzt so eine Diagnose bekommen und die in ihre Eigenverantwortung kommen, zu dir. Ja, wie gehst du mit Menschen um, die jetzt wirklich mit der Diagnose in deine Klinik kommen? Ja, mein Schwerpunkt ist ja traditionelle chinesische, ayurvedische, tibetische Medizin. Und da gehen wir natürlich von ganz vielen Heilkräften aus, die in uns wohnen und die wir aktivieren können, die wir stärken können. Und Heilung ist ja immer Selbstheilung. Und wir können Selbstheilungsprozesse unterstützen, verstärken. Und wir können Rahmenbedingungen schaffen, damit Selbstheilung besser gelingen kann. Das ist jederzeit und immer wieder möglich. Und ich bin oftmals erschüttert, wenn ich sehe, wie der Glaube an den möglichen Ausgang einer Therapie blockiert wird durch eine ungünstige Prognose. Kein Mensch kann sich so individuell in das Schicksal eines anderen reinversetzen, dass er eine Prognose stellen könnte. Prognose ist für mich wie ein Wetterbericht. Das kann heute mal so aussehen, kann morgen mal so aussehen und es kann sich jeden Tag ändern. Je nachdem, wie sehr es einem Patienten gelingt, sich vielleicht von neuen Ideen inspirieren zu lassen, Leben zu verändern, aus einem Leben auszusteigen, das ihn möglicherweise krank gemacht hat und einen ganz anderen Lebensstil zu pflegen. Eine ganz neue Entscheidung zu treffen, ganz neue Wege zu gehen. Und schon ist die Prognose wieder eine andere, schon ist der Wetterbericht ein anderer. Dann bräuchte ich aber auch einen Arzt, der auch gutes Wetter bei sich selber hat, oder? Genau, das kommt jetzt auch noch dazu, weil wenn ein Arzt schlecht drauf ist, dann kann es sein, dass er dem Patienten sagt, das wird sowieso nichts mehr, weil er einfach so drauf ist gerade. Das heißt, er überträgt was von seiner inneren Anspannung auf den Patienten, nimmt sich nicht die Zeit, ist nicht empathisch, da wirklich präsent und bringt sein eigenes jetzt in die Prognose mit rein.
Ne? Ist der aber gerade, schwebt er so ein bisschen auf einer Wolke und ist wirklich gut drauf, dann sagt der Mensch, das kriegen wir schon wieder hin, dann machen wir noch das und das und das. Das ist ein völlig anderer Einstieg. Nicht? Und das hat unglaubliche Auswirkungen, das sehe ich ja tagtäglich, wenn Patienten aus dem Krankenhaus wiederkommen. Viele sind einfach erschüttert von der Art und Weise, wie man mit ihnen umgeht, wie man sie füttert im Krankenhaus. Da kann man schon, also eigentlich müsste man sich, bevor man ein Krankenhaus angeht, das Essen anschauen, das einem da präsentiert wird. Und dann kann man Rückschlüsse auf den Chefarzt ziehen. Und, ne, wie und der, auf die Zielsetzung der Behandlung. Auf die Zielsetzung der Gesamtbehandlung im Krankenhaus. Ja, ja. Wenn es schon an der Stelle nicht klappt, wenn man schon nicht bereit ist, 2 Euro pro Tag pro Person mehr auszugeben, um einem Menschen würdige Nahrung zu geben, was kann man dann sonst noch da erwarten? Also gehen wir mal davon aus, es entwickelt sich jetzt eine Kultur der Menschen, die sagt, hey, ich bin jetzt absolut selbstverantwortlich, ich möchte junge Zellen, ich möchte gute Gedanken und wirklich auch immer mal wieder einen guten Check-up haben, einen ganzheitlichen. Was würdest du so als Werkzeugkasten den Zuhörern jetzt mitgeben? Wo können sie überall so sich ein paar gute Dinge rausziehen und worauf zu achten ist natürlich auch in den ein oder anderen Tipps und Tricks auch bei Zutaten oder Lebensmitteln? Naja, wir sind so vielen Dingen ausgesetzt heute, umso stabiler wir in unserer Mitte sind, in uns verankert sind, verwurzelt sind, umso mehr wir im Vollbewusstsein sind. Also Vollbewusstsein ist dieser Bereich, nicht Schlafbewusstsein, nicht Wachbewusstsein, sondern volles Bewusstsein, wo wir wirklich einen Überblick haben über das, was uns nährt, was uns gut tut und das, was uns nicht gut tut, was uns Energie entzieht. Aus dieser Klarheit heraus haben wir eine Wahrnehmung, die intensiver uns mitteilt, was wir essen können und was nicht. Und egal, wie lang der weiße Kittel eines Arztes ist, entscheidend ist, bin ich in dem Vollbewusstsein und kann für mich herausspüren, das tut mir gut und das tut mir nicht gut. Das ist der entscheidende Faktor. Also der große Tipp ist, an der Wachsamkeit, an der Achtsamkeit, am Bewusstsein zu arbeiten. Dann spüren wir, dass Essen von Tieren nicht gut ist. Dann spüren wir, dass Milch uns gar nicht so gut tut, wie wir es früher mal als Kind beigebracht bekommen haben. Nicht? Dann spüren wir, dass Dinge, die verpackt sind, und die industriell verarbeitet sind, unser Leben eher verkürzen als verlängern. Moderne Studien sagen, dass 46% der Nahrung, die in Deutschland in den Supermärkten zu kaufen ist, unser Leben langfristig verkürzt, also unsere Gesundheit nicht zuträglich ist. Ne? 46%, das ist richtig viel. Ja. Uns wird ja gekauft, sonst wäre es ja nicht im Supermarkt. Also wir brauchen ein Empfinden dafür, was uns gut tut und was nicht. Natürlich sind wir auf der sicheren Schiene, wenn wir viel Gemüse essen. Wir wissen heute, dass wir nur noch ein Achtel dessen essen, an Gemüse, auch an Ballaststoffen, was unser Körper eigentlich von uns erwartet, um einen guten Fluss der Verdauung zu haben. Ja, nicht? Also jetzt, natürlich essen, Ballaststoffe essen und jetzt wissen wir natürlich, wir haben ja die Entzündungstrigger, ja, Glyphosat und diese ganzen Geschichten, Geschmacksverstärker. Wenn ich jetzt wirklich gut dagegen halten möchte, dass ich sage, okay, wie du schon auch mal gesagt hast in Interviews, Ingwer und oder Kurkuma, gibt es da wichtige oder gute Stoffe, wo ich wirklich drauf zurückgreifen kann und Qualitätsformen, worauf kann ich da achten? Ne, wir haben aus der asiatischen Medizin wissen wir, dass scharfe Kräuter und intensive Kräuter, allen voran an erster Stelle Kurkuma, an zweiter Stelle Weihrauch, an dritter Stelle Ingwer und dann kommt schon Myrrhe. Nicht? Das sind ganz hochpotente Anti-Entzündungsmittel. Nicht? Ob es nur das heiße Glas Ingwer ist, das wir morgens trinken oder Ingwer über den Tag verteilt trinken mit einer frischen Ingwerwurzel. Ob wir selbst wenn wir nur Kurkuma ein bisschen übers Essen machen, ist zumindest für den Darm schon mal gut. Aber wenn wir Kurkuma oder Ingwer oder Weihrauch therapeutisch nutzen wollen, muss es als Extrakte in Kapselform eingenommen werden. Oder auch als Infusion, um erstmal zu gucken, welches ist jetzt das Richtige. Und wenn wir erhöhte Entzündungswerte haben, sollten wir immer gucken, hilft die Naturmedizin, diese Entzündungswerte runterzubekommen? Dann sind wir auf dem richtigen Weg.
Okay, super. Also wenn die Zuschauer sich jetzt über gute Quellen informieren wollen, gibt es da Seiten oder irgendwie? Ja, wir haben ein Buch, die Ethnoheilsapotheke, das letzte jetzt von 15 Büchern, das nochmal über die Weltmedizin so insgesamt einen Überblick gibt, was können wir aus den einzelnen Kulturen herauspicken, um es für uns sinnvoll anzuwenden. Und dann natürlich über meine Praxis. Dann gibt es auch die Ethnoheilsapotheke, das heißt über die definierten Rezepturen zu den unterschiedlichen Erkrankungen. Da können wir einzelne Rezepturen auswählen, zum Beispiel den Inflammkomplex für Entzündungen im Körper. Da ist dann eben Myrrhe, Kurkuma, Ingwer, alles in einer Kapsel drin. Oder den Zellschutzkomplex, gerade bei Krebserkrankungen. Ja, das sind eigentlich schon das zwei. Sind die Kombi, dieser okay. Zellschutz, das ist schon diese Kombi. Und dann gibt es im Anti-Aging-Bereich natürlich noch den Wurzelkomplex. Das sind die wertvollsten Heilwurzeln unseres Planeten zusammengefügt. Mhm. Das ist eine unglaubliche Rezeptur mit der Ingwerwurzel, der Astragaluswurzel, der Ashwagandha-Wurzel, der Tigerwurzel, der Maca-Wurzel aus Mexiko. Nicht? Aus den unterschiedlichen Kulturen die besten Wurzeln, wo wir wissen, dass sie sogar auf die Telomere, auf die Telomerase Einfluss nehmen. Das ist dieses Reparaturenzym an den Genen, das darüber entscheidet, wie schnell unsere Gene kaputt gehen und ausfransen. Und man hat das Astragaloid 4, einen sekundären Pflanzenstoff aus der Astragaluswurzel, identifiziert. Das ist so eine der Anti-Aging-Wurzeln Nummer 1. Super. Also wir haben viele Möglichkeiten und noch nie stand uns so viel Wissen zur Verfügung, das wir anwenden können, das wissenschaftlich fundiert ist. Aber leider hat sich die Weltengemeinschaft, die Gesellschaft global dazu entschieden, dass Medizin nur das ist, was pharmazeutische Unternehmen produzieren, die auch die Finanzkraft haben, ist durch das Nadelöhr der Bürokratie so durchzubringen, dass es dann eine Zulassung als Medikament bekommt. Und da werden wir mit Naturheilmitteln ewig warten müssen, bis das mal gelingt, obwohl wir ausreichend wissenschaftlich fundiertes Material, ausreichende Veröffentlichungen haben, nicht 8000 Studien über Kurkuma, nicht, die genau belegen, was Kurkuma macht und was wir davon haben. Ja. Ne, also viele Super. Möglichkeiten. Ja, ich höre schon raus. Und wenn wir wunderbar, die Entscheidung treffen, gesund werden zu wollen, haben wir heute die Möglichkeiten, das, sehr lange zu leben. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Ingrid, dass du heute da warst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ja, würde mich freuen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten aus diesem bunten Strauß doch unserer Natur so einiges mitnehmen für Ihre Gesundheit, für die Zellerneuerung und eben auch das lange gesunde Leben. Es liegt in unserer Hand und wir haben das Wissen, wir können darauf zugreifen und vor allen Dingen finden Sie es geballt auf unserer Webseite www.qs24.tv. Dort können Sie in der Suchleiste eben den Namen von unserem Gast eingeben, Ingrid Hobert, oder Sie geben einfach Ihre Krankheiten und die Themen ein, die Sie suchen, und Sie werden dort einige interessante Interviews finden. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Recherchieren und bei der Umsetzung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.